Ein Leistungsauto ist beim Dings halt wie so etwas besser. Das heißt, wir werden den Motor nicht aufdrehen, dafür aber 3 Liter rausnehmen. Wir könnten dadurch wieder etwas Platz verlieren. Aber ja, wir können halt so gesehen da dann am meisten sparen. Ich will auch kein Gas geben, weil die Intermediates sind halt sehr schnell auch kaputt. Und bin mal gespannt, ob es vielleicht am Ende sogar noch trocken wird. Ein Regenrennen. Das wird mal auch ein guter Start von Key, guter Start von Stock. Und wer hat dann davon gemacht? Das ist Saito. Stock! Hat Stock nicht den Vorteil, dass er Regenexperte ist? Jawohl! Geil! Stock, gib alles, was du hast! Ja, guck mal, er legt sich jetzt sogar schon mit Steinmann-Autos an. Was macht der Graf wieder da vorne? Also für ihn kommt das natürlich richtig ideal. Er kriegt halt auf jedes Set nochmal 2 Punkte. Das ist eigentlich die Frage. Wenn er 20 hat, kann er doch noch 2 drauf gehen. Also mehr Konzentration eigentlich auf Stock. Weil Punkte, ja, man muss gucken. Wir haben halt ein Auto, was sehr, sehr reifensparend ist. Zumindest auch ein Fahrer, der reifensparend ist. Und es gibt halt Fahrer, die mehr reifensparen. Und vom Speeder kommt er da gut mit eigentlich. Ich weiß zwar nicht, wie die Graf eigentlich immer so mega... Der muss eigentlich das Team wechseln. Becker ist bei Team. Krass. Das würde mich eigentlich interessieren. Heißt das vielleicht einer? Kriegt denn der Wagen... Kriegt der Fahrer nur die Stats oder kriegt der Punkt der Wagen auch die Stats? Mhm. 44 Runden. Nein! Naito! Wir kämpfen hier mit Binsor. Ist doch geil. Dann haben wir das mal. Aber der Regen wird nochmal stärker über am Ende. Vielleicht über Regenreifen. Das ist die Frage, wie viel Stopps wir machen müssen. 2 Stopps schätze ich mal am meisten. So 15, 15, 15. Das ist vielleicht machbar. Muss man gucken halt, wie stark der Regen noch wird. Wenn der Regen so bleibt, wie er jetzt ist, dann fahren wir Intermediates durch. Wenn er stärker wird, dann haben wir Probleme. Okay. Ja. Normalerweise gehe ich dann nur drauf ein, wenn wir selber da irgendwie am Machen sind und am Titel am Kämpfen sind, guckst du eher drauf auf den ganzen Punktelist. Aber wie gesagt, jetzt ist hier gerade... Geht es um einstudierten Klassenerhalt und der sieht halt gut aus, weil die beiden fahren dort wieder rum, hinten rumdümpeln. Und ich glaube, Chirot hat auch noch nie eine richtig gut, also besser als 7. Platz geholt. Und das könnte hier sogar vielleicht heute egalisiert werden von Stock. Der ist richtig nah dran an De Graaf. Das heißt richtig nah dran, also er wird auch gleichzeitig gejagt. Und sobald irgendeiner von ausfällt, sind wir dann schon 7. Und wenn wir dann vielleicht De Graaf bekommen wegen Stopps oder so. Wir haben 8 Runden, haben 1/2 Liter Sprit gespart. Es ist nicht so viel, ne? Okay, wir müssen mal gucken. Oh, die Strecke wird sogar am Ende trocken. Also fahren wir auf Intermediate Medien komplett durch. Das ist die Frage, wir haben jetzt schon wieder 50%. Also 15 Runden ist das Ziel, damit wir so gesehen eine schöne 2-Schritt-Strategie fahren können. Hier ist nur die Frage, wie trocken wird der letzte Balken? Lipponen hält Sharp aus. Sharp muss bald auch in die Box. Da kann auch sein, dass die vielleicht 3 Stopp-Strategien machen müssen. Weil, ja, dann kommen wir die 10. Runde. Also es wird auf jeden Fall eng mit 15. Das ist das Ziel, das zu erreichen. Das wäre auf jeden Fall nicht sofort... Ey, Berio, kann mal helfen, der Reifen weg. Der ist krass. Und viele werden hier halt extrem oft in die Box kommen müssen. Ah, Lorenz in der Box. Und jetzt sind wir 7. auf meinen Intermediates. Ist vor Key rausgekommen. McLeod und Woodford sind jetzt auch in der Box. Floris, also, die könnten auf jeden Fall jetzt in den Undercut geraten.
Aber dafür könnten wir vielleicht einen Stopp weniger machen. Vom Abstand her passt es ideal. Zwei Runden, ja, da müssen sie jetzt durch, da müssen halt ein paar Prozent der Runden niedriger gehen. Dafür haben wir in den letzten, sind halt nur 14 Runden. Die machen halt auf jeden Fall einen Undercut gegen uns. Die werden auch vorbeiziehen. Zwei Runden, das wird schon schwer. Wir sind in den Punkten. Wir werden in den Punkten. Ich weiß nicht, ob Fountain mehr Punkte oder wir. Wir werden dann in den Punkten. Okay, du kommst in die Box, ziehst Intermediates auf und musst dann bitte Reifen schonen. Das machen wir auch danach ein bisschen mit Stock, damit wir auf jeden Fall die Distanz halten. Der kommt dann auch rein. 15 Punkte, 15 Runden schafft er ja. Wird nur schwer. Stopp war gut. Ja, sie schon jetzt auch, damit sie auch dann mindestens bis zu 30 Runden fährt. Auf Platz 17 raus. Wir verlieren Zeit dadurch, aber wird halt im Stopp sparen. Und das wäre nicht so verkehrt. Obwohl gerade am Anfang sollte man eigentlich Gas geben, ne? Den Reifen. Super Stopp. Sollte Platz 11 sein. Platz 12 sein. So. Sehr gut. Na, Riberio, der macht, muss auf jeden Fall auch zwei, der hat auch zwei Stopps, sieht bei dem auch eher einer raus. Graf in der Box, Juri kommt jetzt auch bald in die Box. Ich frage, wie lange Riberio noch fährt. Auf Platz 9 raus. Verdammt. Aber wir sind immer noch in einigermaßen in der Nähe der Punkte. Das ist halt extrem gut, dieses Rennen mal. Bisher sieht auch sehr gut aus mit dem Sprit, ne? Und wenn wir 1,5 Liter am Ende haben, bei 22 Runden, dann passt das ideal. Ach, Ribeiro ist auch in der Box. Der ist schon wieder fertig. Hier. Kommt hinter links. So, jetzt fangen wir an, etwas die Reifen zu schoben. Alle waren in der Box und wir sind auf Platz 10 zurückgefallen. Aber wir müssen wahrscheinlich einen Stopp weniger machen als Loris und Naito. Loris muss auch bald wieder in die Box. Wir kriegen einen Verstärker. Wie fightet hier gerade? Gegen Saito. Saito hat das stärkere Auto eigentlich. Macht die gut. Weiter so. Jawohl! Da kommt Riberio. Und mischt sich mit in den Kampf rein. Ein schöner Dreikampf jetzt. Ja, bis zu ungefähr 24. Runde wird man so fahren lassen. Dann, ja. Mal schauen. Und danach können wir halt schön easy ab der 30. Runde durchfahren. Dann läuft die Box. Der Lost kann sogar vor uns rauskommen. Der war ja direkt schon hinter uns. Jetzt mischt sich auch noch Damboni mit ein. Naja, das Feld wird doch am Ende ein bisschen durchgemischter werden. Weil wir hat Flores, Naito, Sharp. Die Sharp wird schwierig. Und die Punktevergabe werden wir uns halt nicht mit einmischen können. Außer es fällt einer aus. Rotfurt muss halt schon wieder in die Box. Aber wie geklaut. Lorenz wird zum Ende der Runde reinkommen. Na, Stock fährt ein schönes, einsames Rennen. Das gefällt mir eigentlich ein bisschen. Können wir uns auf Kim jetzt gerade konzentrieren. Lorenz kommt auf Platz 5 raus. Schon vor der Graf. Und unser Saito kommt nicht vorbei, ne? Du kommst nicht vorbei! Kim mit so einem mega Zauberstab immer wieder auf den Kopf anhauen. Nein! 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 Okay, jetzt. Verdammt. Okay, also, hat aber lange gebraucht, um vorbeifahren, muss man sagen. Wir sind in der 24. Runde. Na, wir können ein bisschen gerne. Wir können wieder auf neutral fahren. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Flores wird auf jeden Fall vor der 30. reinkommen. Muss auf jeden Fall noch einen Stopp machen. Den werden wir auf jeden Fall kriegen. Naito.
schwierig, könnten wir aber auch kriegen, weil die haben halt Vorsprung. Darf man auch nicht unterschätzen. Scharfe bald in die Box. Kommt in die Box. Kriegen wir auf jeden Fall nicht. Kriegt sogar schon mal, kriegt sogar den Grafen nicht mehr. Also am meisten wird uns jetzt ein bisschen helfen, ein Safety-Car genau in der 30. Sekunde. Dann würden alle reinkommen und manche hatten dann halt Reifenprobleme. Wir halt, so gesehen am Ende dann nicht, obwohl eigentlich würden alle Reifen tun. Müsste dann so gesehen etwas früher sein. Okay. Stock momentan auf Platz 8 nach vorne. Hätte Lepone. Man muss halt selber nochmal in die Box, aber Lepone halt auch nochmal. Saito ist Key ganz schön abgehauen schon, ey. Also Key wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp immer, ne? Also zwei schon werden wir mit beiden Autos fahren, das ist fest. Aber es ist trotzdem sehr, sehr knapp. Und die Rosinis, die düsen da vorne weg, als gäbe es keinen Morgen, ey. Fox kann einigermaßen mithalten. Okay, die beiden Steinmann, die waren ja schon zweimal in der Box. Jo, okay, dann müssen wir halt ein bisschen weiter schonen bei Key. Müssen wir aufpassen, dass wir halt nicht da jetzt in die Überrundung reinkommen. Das könnte momentan so fast passieren. So, Stock kommt Ende der Runde rein. Hat dann seine 15 Runden sind hinter sich. Und Key kommt dann auch die Runde dann rein. Wagen sieht gut aus. Haben wir aber nur noch 14 Runden vor uns, ne? Aber nicht mehr so viel. Und haben vielleicht ein bisschen Glück gerade. So wie Koch über Runde taucht, aber okay. Stock wird auf jeden Fall halt problemlos da jetzt ohne Überrundung durchkommen. Kommt auf Platz 11 wieder raus. Eigentlich ein sehr gutes, eigentlich sehr gut sogar. Und Key kommt auf Platz 18 raus. Aber das Problem ist, da sehe ich schon eine kleine Überrundung fast schon vorne. Das ist natürlich sehr schlecht. Zurückhoff, kommst du bitte in die Box, bevor du mein Fahrer überrundest. Das wäre, würde ich mich sehr, sehr bedanken. Nee, der Funk kommt nämlich jetzt, überrundet uns, kommt dann in die Box und Schmidt darf weiterfahren. Okay, war, hat anscheinend nicht so viel Zeit verloren. Hat nicht wirklich so viel Zeit verloren, ne? Das ist schon mal sehr gut. Graf an der Box, kommt als 9. raus. Ja. Naito und Floß müssen wahrscheinlich schon nochmal in die Box vor uns. Saito ist auch nochmal in die Box. Also alle vor uns müssen nochmal in die Box, außer die jetzt gerade einen Stopp gemacht haben. Also auf der 30. Runde. Kimos schonen, wir konzentrieren uns wieder auf Stock. Der fährt easy peasy auf dem 10. Platz jetzt rum. Lorenz kommt zu seinem letzten Stopp. Und als 5. raus. Deswegen mag ich das. Wir würden jetzt halt wieder schon wieder einen Punkt holen und der wird schon wieder so mega viel bedeuten für uns. Ribeiro kommt aus der Box und das vor Key. Da muss man sagen, Stock fährt wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Rennen. Na, wenn man jetzt so überlegt, Lepone, na, könntest du mit Florence rauskommen. Aber Naito und Floris müssen wahrscheinlich nochmal in die Box. Fox ist von der Strecke abgekommen. Sharp ist an die Box. Okay, Sharp kommt nicht. Wieso? Ist zu großer Abstand. Aber er hat bisher nur eine halbe Runde Rückstand gehabt. Ne? Key wird überrundet. Zum zweiten Mal jetzt schon von Jirikov. Wie kann Motormilch an Gas geben? Ne? Reifen auf neutral und Motormilch Gas.
Wo kommt... Oh ne, jetzt darf jetzt Stock nicht noch gegen Zeitung kämpfen. Wäre gut, wenn er den vor ihm bleibt. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass Flores noch in die Box kommt und Naito. Obwohl 13 Sekunden schon fast zu viel sind. Damit wir so gesehen doch irgendwie den 10. Platz erholen können. Das wäre wichtig. Wir halten wieder beide Van Dorts auf den letzten beiden Plätzen. Okay, Zeit hat natürlich bessere Reifen. Das wird schwierig, hinter uns zu halten, aber ich hoffe mal. Oh, wir Polen in der Box. Und jetzt Flores in der Box. Wir sind auf Platz 9. Das wäre seit langem wieder das beste Saisonergebnis. Sind sie ein bisschen mehr an zu regnen? Naito, also wir haben Le Pon in 4 Sekunden verpasst. Und Naito war ja schon ein paar Sekunden, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Wird auf jeden Fall knapp. Okay. Nein! Jetzt müssen wir hoffen, dass wir vor Becker bleiben. Und er ist Flores, der Konkurrent. Ne? Aber Flores hat 9 Sekunden. Es wird schwierig für Flores. Modi in der Box, damit ist Kia auf 17. Oh, Schmidt hat es geschafft. Nicht vorletzt zu sein. Hat mich gerade eigentlich immer mega im Griff, ne? Und musste sich dann mit dem kaputten Fahrzeug knien. Wieso kriegt Kia so früh die blaue Flagge? Fox war mega weit weg. Van Zuften war in der Box? Der Ernst? Nee, wir gehen in die vorletzte Runde. Naito gegen Stock. Stock hat. Spritzen wir auch gut. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wir drehen den Reifen etwas auf. Neunter wäre sehr, sehr schönes Ergebnis. Wird aber schwierig. Hier ist in der letzten Runde. Wir bleiben bei Stock. Stock kämpft hier um den 9. Platz. Auf Motorfreigabe etwas. Komm schon, Stock, wehr dich! Schade. Aber 10. Okay, das ist immerhin. 17. und Platz 10. Top-Ergebnis von Stock. Der hat das ganze Rennen richtig gut performt. Das muss man sagen. Also, Wahnsinn. Ich bin sehr überrascht. Aber eigentlich so gesehen muss man sagen, er hat mittlerweile den 1. Platz als Fahrer verdient. Er muss aber halt noch eine Saison als zweiter Fahrer rauskommen. Obwohl, eigentlich ja nicht. Ich könnte nächste Saison als so gesehen stärkere Fahrzeuge einfach geben, ne? Wenn ich Kia sowieso wegschicke. Na, zumindest ist das der Plan. Ich will jetzt mal gucken, wie es aussieht, ne? Ich will es auch nicht verärgern. Wir kriegen 200.000 als Sponsor. Puh, Jubel, Jubel. Das wäre wieder ein wichtiger Punkt und Singapur ist wieder Regen. Jetzt kommen die ganzen Regenrennen. Jetzt. Aber es, ja, es ist wie so schwer. Aber ich finde es gut, dass die das halt so wirklich geregelt haben mittlerweile. Früher war das immer so halt rennbedingt. Die Positionen wurden dann immer die Konstrukteurswertung angepasst bei 0 Punkten. Jetzt ist es halt wirklich nach der Position, die man in einem Rennen hatte. Ah, Van Zuften hat Dings nicht mehr bekommen. Ist auf jeden Fall für Surikov gut, weil der konnte jetzt die Tabellenführung sich holen. 2 Punkte, okay, er hatte sowieso die Tabellenführung mit dem Sieg. Bordock, Krüger. Krüger führt. Dann haben wir bald 3 Teams, deutsche Teams, dann in der World Motorsport Championship. Das wäre das erste Mal, dass ich das mitbekomme, dass Krüger aufsteigt. Krüger ist noch nie aufgestiegen. Ah ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr auch dann bei Singapur dabei seid, im nächsten Regenrennen. Gucken, was da so abgeht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!